Grüß Gott und herzlich willkommen bei Medias in Res im Format Angefragt. Heute geht es um das Thema Waffenrecht. Und dazu habe ich am anderen Ende der Leitung den Rechtsanwalt Joachim Streitberger. Herr Streitberger ist Jäger und wurde mir in den Medien bei einer ersten Recherche sofort als Waffenlobbyist vorgestellt und ich habe dann gesehen, ja, er ist durchaus unterwegs in Fragen Waffen und dann habe ich mich gefreut, weil ich wusste, da habe ich jemanden, der ist nicht nur Experte, sondern der ist Fachmann und das ist immer gut, wenn man solche Menschen befragen kann, denn dann kann man möglichst viel und möglichst von der Quelle erfahren. Grüß Gott, Herr Streitberger, ich freue mich, dass Sie da sind und bereit sind, mit mir über dieses heiße Eisen zu reden. Wir diskutieren nicht. Guten Tag. Ich befrage Sie ja nur. Ne? Herr Streitberger, soweit ich das mitbekommen habe, ist gerade wieder etwas passiert im Bundestag. Kam etwas nicht durch, beziehungsweise wurde nicht befasst, nämlich das Gesetz zur Verbesserung waffenrechtlicher Personenüberprüfungen. Können Sie kurz ausführen, was das bedeutet, eine waffenrechtliche Personenüberprüfung? Das Gesetz sah vor, dass die Zuverlässigkeitsüberprüfungen bei Waffenbesitzern auch noch erweitert werden durch eine Auskunft des Gesundheitsamtes und insgesamt sollten die Überprüfungen der Waffenbesitzer intensiviert werden. Das Gesetz ist aber noch nicht fertig gewesen und von daher können wir die letzten Details gar nicht benennen. Was genau hat man sich denn vorzustellen darunter, dass das Gesundheitsamt eine Auskunft über eine Person gibt, die in irgendeiner Weise Einfluss auf das Führen oder das Besitzen einer Waffe macht. Das Problem ist, das Waffengesetz sieht im Paragraph 6 vor, dass der Waffenbesitzer persönlich geeignet sein muss. Persönlich geeignet sind alle Menschen, die nicht trunksüchtig sind, Drogen nehmen oder sonstige Auffälligkeiten, was die psychische Gesundheit angeht, aufweisen. Das fällt natürlich im gewissen Maße den Gesundheitsämtern auf und man könnte durch eine Abfrage des Gesundheitsamtes, angedacht war auch eine obligatorische Mitteilung der behandelnden Ärzte, die aber mit der Schweigepflicht kollidiert, versuchen zu ermitteln. Nur die Frage ist natürlich, der Berg kreiste und gebar eine Maus. Wie viel geht denn beim legalen Waffenbesitz schief? Wir haben natürlich immer das Geschrei und zu Recht, da soll nichts schief gehen, sind wir alle einer Meinung. Aber wir haben im Jahr durch Klinikkeime etwa 15.000 Tote, andere Quellen sagen 40.000 Tote, lassen wir es mal stehen, 15.000 Tote. Wir haben durch legalen Waffenbesitz, und das sind dann missgeleitete Menschen, die in Konfliktsituationen Fehler machen. Ich sage dazu gleich noch was, ob man es verhindern kann. Und da versucht man mit einen riesigen Aufwand, ein paar Menschen zu stellen, bevor das Unheil passiert ist. Kann man machen. Die Frage ist nur, ob es verhältnismäßig ist. Und da habe ich meine erheblichen Zweifel. Also die Frage ist natürlich für Menschen, die betroffen sind, wahrscheinlich klar zu beantworten. Aber es ist tatsächlich eine Frage, in der man, glaube ich, ohne moralisch verurteilt werden zu dürfen, eine Relativierung im Verhältnis zum allgemeinen Lebensrisiko vornehmen darf, wie man es auch im Straßenverkehr hat oder wie man, wie Sie gerade sagten, mit Krankenhauskeimen. Wobei man natürlich das Argument des zusätzlich und künstlich herbeigeführten Risikos nicht außer Acht lassen darf. Also wenn es die Waffen nicht gäbe, gäbe es dieses Risiko nicht. Und da diese Waffen in sehr großer Zahl eher als Sportwaffen und nicht als Jagdwaffen beispielsweise benutzt werden oder als Selbstverteidigungswaffen, kann man doch durchaus dem Herrn, wie heißt er noch, der da immer so schön auch in der FAZ schreibt und der diese Organisation... Den Herrn Grafe. Hat, genau, Herr Rabe. Der dann sagt, weg mit, wie nennt er das? Weg mit den Mordwaffen. Ja. Also Sportwaffen sind Mordwaffen. Diese Gleichsetzung finde ich hochinteressant. Also es ist ein absoluter Unsinn. Wir haben 5,8 Millionen Waffen in privater Hand, legalen Waffenbesitz.
erstes Begriffspaar dagegen gesetzt. Wir haben zwischen 20 und 40 Millionen Waffen illegal in deutscher Hand, in Hand von Deutschen. Ja. Das heißt, das Waffengesetz erreicht nur einen geringen Prozentsatz der Waffen überhaupt. Und dann werden die, die legal Waffen besitzen, geschuriegelt, damit die Politik zeigen kann, dass sie was tut. Das Dunkelfeld der Waffen wird überhaupt nicht angegangen. Und jetzt glaubt man, dass durch Überprüfung aller legalen Waffenbesitzer irgendwas verbessert werden kann. Da habe ich meine großen Zweifel. Weil das Problem ist, 98,5% der Straftaten werden mit illegalen oder erlaubnisfreien Waffen begangen. Es sind also insgesamt bei legalen Waffen sogar noch deutlich geringer und der Prozentsatz nimmt permanent ab. Das heißt, wie kann ich mit einer erlaubnisfreien Waffe, die für mich eine wirkungslose Waffe ist, eine erlaubnisfreie Waffe ist für mich eine wirkungslose Waffe in Anführungsstrichen, wie kann ich denn damit eine Straftat begehen, die indem Sie das Ding jemanden vor die Nase halten und sagen, Geld her oder ich drücke ab. Weil der sieht nicht, dass es eine erlaubnisfreie Waffe ist. Zum Beispiel, das ist eines der Beispiele. Okay, also okay, aber sie hat halt auch nicht die tödliche Potenz. Das ist immer so relativ. Der Mensch ist ein sehr fragiles Wesen. Wenn ich eine nach vorne ausströmende Schreckschusswaffe jemanden am Kopf halte und drücke ab, dann hat er durchaus ein Problem. Nicht? Das ist ganz klar. Ja. Aber im Regelfall wird ja nicht auf Millimeter geschossen, sondern auf Meter, mehrere Meter. Und dann hat es keine Wirkung, ist klar. Aber die Drohwirkung ist natürlich da. Das ist gar keine Frage. Ja. Jetzt haben wir aber das Problem, dass so die großen Kaliber wie Winnenden und Erfurt mit Sportwaffen begangen wurden. Und mit Leuten, ja, es die wurde in der Virginia University in... Die will ich heute ganz bewusst weglassen. Ich möchte diese ganzen Vorfälle School im Shootings erstmal weglassen. Mhm. Und erst später dazu kommen, wie sind eigentlich die Verhältnisse in anderen Staaten, aber die Vorkommnisse, die dort passieren, sollten eigentlich für unsere Diskussion eigentlich keine Rolle spielen, weil bei uns die Verhältnisse anders sind als in den anderen Staaten. Ich wollte, ja gut, aber das spricht eigentlich genau andersrum. Ich wollte auch gar nicht die Ereignisse reflektieren, sondern sagen, der Mensch ist so ein fragiles Wesen, dass mir erfahrene Sportschützen, ich bin Jäger, kein Sportschütze, erfahrene Sportschützen sagen, wenn der Typ nicht mit dem Großkaliber ausgestattet gewesen wäre, Großkaliber, Pistole oder Revolver, dann wäre es noch viel schlimmer geworden. Weil mit einem KK bringe ich jeden Menschen um. Ja. Jeden. Also ist diese Flucht ins Großkaliber eher eine Erschwernis, weil er muss einen Rückstoß verkraften und die Belastung der Schusshand. Und da hat er nicht die Möglichkeit, wie im KK, zwei Magazine durchzujagen, ohne zu zucken. Ja. Das soll überhaupt nicht passieren, natürlich, das ist ja selbstverständlich. Ja. Aber man muss immer auf die Auswirkungen insgesamt schauen. Nochmal kurz zurück. Wir haben zwei Leute, Erfurt, Winnenden, das sind so die großen Ereignisse, die, glaube ich, jeder sofort aufziehen kann. Es gab dann noch im Alpenraum einen Vorfall und ja, und der Herr Grape, der zählt dann noch ein paar andere Dinge auf mit innerfamiliären Tötungsdelikten und so weiter und so fort, die dann aber eben nicht mehr diese allgemeinen Amokläufe sind. Und da war eben der Bezug zur Sportschützenszene da, das Training war da, die Waffen waren da, Waffen und Munition waren da, Waffen und Munition waren falsch gelagert, zumindest in einem Fall wurde der Vater dann auch herangezogen, der eigentlich der Sportschütze war. Und interessanterweise war zum Beispiel, wenn eine Klinik, die in der Behandlung des einen Amokläufers involviert war, wurde nicht mitverantwortlich gemacht, obwohl er dort offensichtlich durchaus seiner Fantasie mal freien Lauf gelassen hat und man um seine Gefährlichkeit gewusst haben sollte. Das wiederum wirft für mich die Frage auf, was bringt dann dieses Gesundheitszeugnis eigentlich, wenn die Klinik außen vor ist, wenn sie doch eigentlich hätte darauf aufmerksam werden können. Also in dem Gesetzentwurf, den wir jetzt behandelt haben am Anfang, geht es ja eher darum, dass Gesundheitsämter Erkenntnisse, die sie haben, zur Verfügung stellt.
Es ist nicht so, dass die dort entsprechende Untersuchungen anstellen sollen. Das wäre wirklich zu weit gegriffen, sondern vorhandene Erkenntnisse müssen zur Verfügung gestellt werden. Darüber kann man streiten, kann man so oder so sehen, aber das war das, was im Gesetzentwurf vorgesehen war. Es ist ein schwieriges Feld, weil nochmal, was ist verhältnismäßig? Wir haben 1,4 Millionen oder bis zu, wenn ich alle nehme, fast 2 Millionen Sportschützen und Jäger und Sammler. Wir haben 5,83 Millionen erlaubnispflichtige Schusswaffen. Ja, jetzt sollen sie alle überprüft werden, alle 3 Jahre mit Gesundheitszeugnis, um vielleicht die 3, 4 Vorjahre rauszufischen. Das kann man machen. Dann haben wir einen Überwachungsstaat. Will man den? Und das Problem ist, dann muss ich aber auch in anderen Feldern einfordern, dass der Staat genauso handelt. Dann will ich auch die Verkehrstoten nicht mehr haben. Dann will ich auch die Toten in den Krankenhäusern nicht mehr haben. Dann will ich auch die Kinder, die von ihren Eltern misshandelt werden, nicht mehr haben. Es ist ein schwieriges Feld und es ist eine freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und die Frage ist, wo verlassen wir die? Und das ist ein feines Gespinst, das jeweils neu austariert werden muss. Und da kann man verschiedener Meinung sein, vollkommen klar. Aber man sollte sich immer auf die Grundlagen beziehen und beruhen. Und eine der wichtigen Grundlagen ist der Grundsatz, der hat Verfassungsrang, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Ja. Diese Verhältnismäßigkeit ist dann bei 3 oder 4 Leuten, die mit so einer Waffe Unsinn machen können, Ihrer Meinung nach nicht gegeben. Das Problem ist, was muten Sie den anderen insgesamt zu? Allen, die in diesem Bereich tätig sind. Und was muten Sie denen zu, also Sportschützen, Jägern, Sammlern, was muten Sie denen zu im Vergleich zu anderen Nutzern, die Tote verursachen? Sie müssen wissen, dass beim Autoverkehr immer noch gilt, dass von 3 Kilometern 2 just for fun gefahren werden. Nicht um von A nach B zur Arbeit zu kommen, sondern um Spaß zu haben. Ja, ist es wert, Menschenleben zu riskieren, damit die Leute Spaß haben? Kann man doch relativieren. Das ist ein ganz gefährliches Feld, auf das man sich begeben kann und wo man wirklich genau hinschauen muss, wenn man was fordert. Ich krieg für mich jetzt so ich sag mal, den Bruch in der Verwendungsvorhersehung einer Waffe mit einem Fahrzeug nicht. Also mit dem Fahrzeug will ich Kilometer zurücklegen, mit einer Waffe schieße ich. Ja, aber ich will Ich nicht glaube, töten. ja, Ich will nicht das ist, töten. Ich mir ist das bewusst, aber ich glaube, dass so im Allgemeinen in der Bevölkerung eher so. Die Waffe hat was mit Wilden Westen, mit Gunslingers und gib ihm Saurus zu tun. Wie heißt, nennt man das heute Neudeutsch? Frames? Ja. Natürlich ist die Waffe in einem Frame drin, der in der Richtung besetzt ist, wie Sie sagen. Nur ich muss doch auf die Realität schauen. Ich sage nochmal, von den 1, noch was Millionen Waffenbesitzern gehen Ja. 99,99% nichts als ihrem Hobby nach. Sind entweder Sportschützen, Jäger oder Sammler. Die Ja. würden sogar einen Teufel tun, ihre Sportgeräte und ihre Sammelgegenstände für irgendeinen Mist zu verwenden, weil dann sind sie los. Das heißt, Waffenbesitz, legaler Waffenbesitz verhindert Missbrauch eher. Wenn die Leute natürlich psychisch auffällig werden, in Situationen geraten, wo sie auf nichts mehr Rücksicht nehmen, Ehe, meistens sind es Beziehungstaten, wenn Waffen verwendet werden. Ob es dann die Axt ist oder ob es die Schusswaffe ist, das bleibt im Einzelfall überlegen. Die Leute wollen aber einen Erfolg erzielen. Wenn man seinen Partner so hasst, dass man ihn loswerden will, das ist eine Ausnahmesituation, die können sie aber nicht allen anlasten. Ja? Die können sie auch nicht verhindern. Weil Sie wird ein, wenn Sie heute einen in der Gesundheitsprüfung haben, nicht feststellen, dass der in 2 Jahren seine Ehefrau erschlägt, weil die fremdgegangen ist oder sonst was gemacht hat. Ja, das sind Dinge, da läuft das Leben komplizierter, als es sich so manche vorstellen. Also, okay. Ich könnte mir vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, sie verharmlosen das Ganze jetzt ein bisschen, indem sie so eben auf die Beziehungstat abheben und so weiter und so fort. Es ist Fakt, dass von den Taten mit legalen Waffen, dass über 2 Drittel Beziehungstaten sind. Und die werden nach Auskunft aller Kriminologen völlig unabhängig vom Tatmittel begangen.
Haben Sie eine Zahl darüber, wie viele Taten denn pro Jahr mit tödlichen Schusswaffen begangen werden? Die Zahl liegt zwischen 10 und 15 pro Jahr. Und mit welcher Letalitätsquote, um nicht Erfolgsquote zu sagen? Dann, wenn es also vollzogene Taten sind, Totschlag oder Mord, dann sind es die Zahlen. Wir haben natürlich noch mehr Körperverletzungsdelikte, aber wenn Sie zur Kenntnis nehmen, dass Küchenmesser 150 Mal prominenter vertreten sind als Schusswaffen, dann sehen Sie die Relation, in der wir uns bewegen. Okay. Und wenn ich jetzt hergehe und schaue, woher die Waffen für diese Taten sind, was wird sich dann rausstellen? Sind das dann legale, registrierte Waffen, die von den Personen geführt wurden und benutzt wurden, die sie haben registrieren lassen? Oder sind das legale Waffen, die in illegale Hände geraten sind? Oder sind das illegale Waffen, die von Illegalen benutzt wurden? Kann man das so Wir reden auflösen? jetzt hier von den legalen, erlaubnispflichtigen Waffen, die Ja. entweder in der Hand des legalen Besitzers sind Ja. oder von Dritten, Winnenden, missbraucht wurden. Ja. Das Und das ist sind dann 10 bis das Feld, von dem wir 15 reden. Fälle. Gut. 10 bis 15, ja. Ja. Das ist Ja. also Was geringer halten Sie zweistelliger Bereich. von der These meiner lieben weißen Mutter, die das Treiben ihrer Söhne und ihres Mannes mit großem Argwohn beobachtet hat, als die sich ihre 6 mm Platzpatronenpistolen gekauft haben und die mit dem alten Weihrauch, 50 Jahre alten Weihrauch, Büchse und einem, ach, Diana, glaube ich, was habe ich mir Das ist aber gekauft, eher ein mit 16 Luftgewehr, Jahren, Luftgewehr im Garten geschossen haben und Mutti hat gesagt, immer gesagt, wenn eine Waffe im Haus ist, wird sie benutzt. Und das hatte sie aus den USA mitgebracht, wo sie mehrfach auch ihren Urlaub verbracht hat. das stimmt, diese Aussage stimmt weder in den USA noch in Deutschland. Ja, wir haben in den USA im Durchschnitt 37% der Haushalte, die eine Waffe, ein oder mehrere Waffen besitzen. Nur Schauen Sie sich die 37. Missbrauchsquoten an. Es sind 300 Millionen Waffen in Amerika im Umlauf. Ja. 300 Millionen. In Deutschland 5,83. Und wenn Sie sich die Missbrauchszahlen anschauen, in Vermont, das fast so hoch waffendurchseucht ist wie Texas, 35%, ja, ist die Mordrate auf 100.000 Einwohner vergleichbar mit der in Deutschland. Unter 1%. Und in Sogar Texas? deutlich unter 1%. Bitte? Und in Texas, wie ist es dann da? Texas ist die Mordrate bei 12,1 pro 100.000. Jetzt warten Sie erstmal. Ich warte mit Spannung. In Washington DC ist sie viel höher, obwohl dort die meisten Waffen total verboten sind, gar nicht zugelassen. Das heißt, die Zahl der Waffen hat mit dem Missbrauch der Waffen nichts zu tun. Ja, ist doch ganz logisch. Ein Verbrecher fragt nicht, ob eine Waffe legal besessen werden darf. Er hat sie. Ja? Und deswegen sagt die NRA auch, wenn Waffenbesitz illegal wird, haben nur noch Verbrecher Waffen. Aber die haben sie. Ja? Und bei uns in Deutschland liegen wir bei unter 0,1, also sprich 0,6 pro 100.000. Mit allen Waffen. Das ist das Mail-Programm, das macht immer so ein bisschen Krach, tut mir leid. Das macht gar nichts. Ich war eh noch im Denken und als es dann gepinkt hat, habe ich gemerkt, ich muss jetzt wieder aufmerksam sein. Ja, aber die Frage ist ja, kommen wir mit dem Recht, dem Problem möchte ich jetzt gar nicht sagen, der Situation, können wir mit dem Recht der Situation um die Waffe gerecht werden? So dass ein ordentlicher Ausgleich zwischen den Interessen der Sportschützen, der Jäger und so weiter und dem Sicherheitsbedürfnis der Gesellschaft in Deutschland, in Amerika wäre das Sicherheitsbedürfnis wahrscheinlich ein ganz anderes, nämlich jeder darf seine Waffe haben. Hier heißt es, keiner darf eine Waffe haben, dann passiert auch nichts. In Amerika hat das Justizministerium eine Untersuchung in Auftrag gegeben, inwieweit mit den Mitteln des Waffenrechts die Zahl der Verbrechen beeinflusst werden könnte. Das einhellige Ergebnis war, keine Chance. Sie können es mit Recht nicht machen.
Ich habe überhaupt nichts dagegen. Ich habe die Entwicklung des Waffenrechts beruflich von 1995 bis 2012 direkt in Berlin konkret verfolgt und bin immer noch jetzt mit den Dingen befasst. Ich fand, was in den Jahren versucht wurde, war teilweise wirklich der Versuch des Austarierens. Ja. Ich denke da an die Zeit, wo wir uns alle gewundert haben, unter Innenminister Schily, der einen Satz gesagt hat, den darf ich gar nicht offiziell sagen. Meine Herren, eins ist klar, es muss Verschärfung draufstehen auf dem neuen Gesetz, aber es muss keine Verschärfung drin sein. Da hat man sich wirklich bemüht, die Interessen gegeneinander abzuklären, abzuwägen, Wege zu finden, mit denen beide leben können. Und ich verstehe auch Politiker, die sind natürlich auch Druck ausgesetzt. Wenn irgendwas passiert, dann schreien die Leute, verschärft die Gesetze. Vergessen aber restlos, dass es nicht das Gesetz ist, sondern der Vollzug des Gesetzes. Und das ist ein Prinzip, das eigentlich immer gilt. Der Vollzug des Gesetzes bremst und nicht das Gesetz selbst. Ja, ich denke, wir hatten in den letzten Jahren, jetzt wird es zunehmend bürokratischer. Wir hatten aber im Jahr 2003, als das Waffenrechtsneuregelungsgesetz in Kraft getreten ist, einen in meinen Augen mitmachbaren Kompromiss. Der war in Ordnung. Jetzt wird es bürokratisch, wenn Sie sich anschauen, was mit der NWR-ID für die Waffe, für die Person, für die Erlaubnis, für den Waffenhändler, für das Waffenteil, was nicht in der Waffe eingebaut ist, für eine Bürokratie zu machen ist. Und wie jetzt Waffen, die beim Büchsenmacher sind, früher musste nicht mal ein Reparaturbuch geführt werden, nach einer gewissen Frist sofort an das nationale Waffenregister gemeldet werden müssen, dann fragt man sich, was diese Bürokratie soll. Also glaubt man wirklich, sicherer zu sein dadurch? Ich habe in den Gesprächen damals in Berlin gesagt, ich bin Reiter. Ich weiß eins, wenn Hürden zu hoch werden, werden sie umgangen. Und damit hat sich keiner einen Gefallen gemacht, wenn man das Waffengesetz so scharf macht, dass sich keiner mehr darum kümmert. Und als ich angefangen habe mit der Tätigkeit, mich um Waffen zu kümmern, also mit der Jagerei, war es durchaus so, dass ernstzunehmende und treue Staatsbürger gesagt haben, na, so ganz traue ich dem Typen da vom Staat nicht. Ich habe meine legalen Waffen, 72 im Waffengesetz, aber ich habe immer noch zwei, drei im Ölpapier im Graben vergraben. Man weiß ja nie. Also das ist schon das war 70, das ist jetzt wohl nicht mehr der Fall. Das heißt aber nicht, dass die Illegalen weg sind, ne? Also, ich habe 1987 Abitur gemacht und davor hatte ich eine wilde Zeit. Und wir wussten genau, wenn wir nachts um 10 Uhr losgefahren sind bei uns im Rhein-Main-Gebiet und sind über die Autobahn gebrettert, dann hätten wir nach Belgien fahren können und für 300 Mark hätten wir eine Uzi mit nach Hause bringen können. Mir hat schon in den 80er Jahren, in den 90er Jahren, im Rahmen einer RTL-Sendung ein junger Mann gesagt, was wollen Sie denn? Die Polizei hat doch schon längst verloren. Wenn Sie mich in Deutschland in einer Stadt mit 100.000 Einwohnern morgens um 8 absetzen, geben mir 2.000 Mark mit, dann bringe ich Ihnen mittags um 12, was Sie haben wollen, egal was es ist. Eine AK-47. Nach dem Zum Beispiel, Jugoslawienkrieg ja. war das überhaupt kein Problem, eine AK-47 zu bekommen. Auch Die hat sogar, Handgranaten, alles, die hat, alles. vollkommen richtig, die hat er in Berlin sogar einen Tagespreis. In der Anhörung des Bundestages hat der Vertreter des Bundeskriminalbeamten gesagt, ich kann Ihnen den Tagespreis der AK-47 an deren der Kreuzung jeden Tag neu benennen. Der ist jeden Tag anders. Ich wollte das jetzt Ja. so deutlich nicht sagen. Ich wollte ja nicht jedem erzählen, in was für Kreisen man sich bewegt. Das war, das ist Vergangenheit. Ja, ich gehöre zu den bösen Waffenlobbyisten, ich darf das sagen. Ja. Weil Ja, damit befassen muss ich mich. Und ich von habe daher. nur eine Luftpumpe und einen Gasschleuder. Also insofern ist das kein Problem. Also ich habe nur Jagdwaffen, ich habe nicht mal einen Automaten. Von daher bin ich ein harmloser Bürger und möchte es auch so belassen, weil ich möchte weiter auf die Jagd gehen können. Was sind denn so die Umstände, die den Missbrauch von Waffen evozieren? Wie kommen die Leute überhaupt auf die Idee, eine Waffe zu benutzen? Also für mich ist das vollkommen unverständlich. Wenn wir zu Hause im Garten rumgeballert haben, haben wir immer eine höhere Sicherheit hergestellt, trotz nur Luftgewehr, als das bei der Bundeswehr der Fall war, so ungefähr. Die einzige, die es mal durchbrochen hat, war meine Schwester.
die etwas gegen Waffen hatte und die dann das Gewehr genommen hat und mit dem in der Wilden der Gegend rumgefuchtelt hat. Und es war die Kugel im Lauf. Ist auch ein Bekannten von mir passiert, der hat durch die Toilettentür beinahe seine Schwester erschossen, weil die Pistole losgegangen ist, nichts passiert. Aber das sind Dinge, die dürfen natürlich nicht passieren, selbstverständlich. Was führt dazu? Gibt verschiedenste Ansätze. Es fängt an damit, dass sich die Leute unsicher fühlen. Schauen sich die Termine an, wo die Verkaufszahlen von SAS-Waffen, Straßen- und Schreckschusswaffen, hochgegangen sind, wo die Zahl der kleinen Waffenscheine gestiegen ist. Sie Ja, das das sind Zahlen Dinge. dazu, was jetzt gerade passiert ist, seit 2010, 2015, 2017, haben Sie da Zahlen? Müsste ich lügen, müsste ich nachschauen. Ich weiß aber, dass die Verkaufszahlen massiv in die Höhe gegangen sind. Auch die Zahl der kleinen Waffenscheine deutlich in die Höhe gegangen ist in Ja. Verlautbarung der Polizei. Das ist einfach Sicherheitsbedürfnis der Leute. Wobei, ja, der Staat hat immer auf die Gas- und Schreckschusswaffen verwiesen. Dann haben sie keine scharfen Waffen. Und jetzt sagt der Staat, damit bringt euch aber in Gefahr. Denn wenn ein Böser kommt und ihr habt eine Schreckschusswaffe, hat der eine scharfe. Das geht dann meistens nicht so gut aus. Und es gibt natürlich auch Leute, die sich illegal bewaffnen, aber mit denen habe ich keinerlei Kontakt. Und deswegen kann ich zu der Motivation auch nicht viel sagen. Ich habe es mitbekommen, in der Zeit des Jugoslawienkrieges, da wurde zum Beispiel von Serbien die Waffen über Deutschland an Kroaten verkauft, die sie dann benutzt haben, um auf die Serben zu schießen. Aber gut, das waren dann keine illegalen Waffen in Deutschland mehr. Aber wir haben natürlich, wie gesagt, eine Zahl zwischen 20 und 40 Millionen Illegalen, die hier im Umlauf sind. Und die sind nicht in der Hand von guten Leuten. Die sind auch nicht alle in der Hand von schlechten. Das sage ich nicht. Aber sie können nicht per se sagen, dass das harmlose sind. Als ich mir damals meine 6 mm Gaspistole gekauft habe, war ich ganz stolz. Ne? Das konnte man damals mit 16 Jahren, ist man in den Laden gegangen, hat das Geld auf den Tisch gelegt und hat die Waffe mit nach Hause genommen. Oder wie soll ich sagen, es ist ja keine Waffe, es ist ja wirklich lächerlich. Der Gasstrom muss um die Ecke rum und dann, ne, so. Kinderspielzeug eigentlich. Aber ich war ganz stolz und habe mich sicher gefühlt. Ich würde heute nie wieder mit einer Waffe in der Tasche durch die Gegend laufen, weil ich weiß, dass ich mit dem Kinderspielzeug, was ich da frei habe, habe ich überhaupt keine Chance gegen die Leute, die wirklich eine Waffe einsetzen wollen. Das geht schon los mit einem Messer. Und ich zum Vollkommen richtig. Beispiel habe auch bei CS-Gas nicht mehr großartig reagiert, wenn ich da in die falsche Windrichtung geschossen habe, um die alten Patronen zu verballern, ja. Also ich würde da niemandem raten, mit so einer Waffe zu meinen, er sei gut bewaffnet und könne jemanden abschrecken. Das ist nicht der Fall. Stimme ich zu, ja. Ja. Naja. Das Problem ist aber, wir beide wissen das. Wenn Sie aber von Leuten angegriffen wurden und wollen sich das nächste Mal wehren können und haben nur die Möglichkeit, weil sie kein legaler Waffenbesitzer werden können, zumal nicht zum Zwecke der Selbstverteidigung, sich sowas zu besorgen, dann sagen sich viele, besser als nichts. Ob es stimmt, ist eben genau die Frage, ne? Ja, aber da kann man doch die Polizei anrufen, wenn man angegriffen wird. Bekannter von mir, Jäger in Berlin, kommt nach dem Ansitz zu seinem Auto, stehen drei Typen ums Auto rum und sagen, du, wir wollen deine Waffe, her damit. Ja, hat dann natürlich die Polizei angerufen, die war nach einer halben Stunde auch da und dann sind die brav abgehauen. Der Rest war natürlich Quatsch. Dann hat er seinen Revolver gezogen, ganz, wollte die auch und dann war Ruhe. Ja, das ist die Situation. Schauen Sie, eines der besten Beispiele, das mir vorgetragen wurde, war ein Amerikaner, der war in Los Angeles und geriet in diese Rassenunruhen. Das war in den 90er Jahren. Und auf einmal ist eine falsche Ausfahrt rausgefahren in den schwarzen Viertel rein. Auf einmal stand sein Auto umringt von mehreren Schwarzen und die haben sein Auto aufgeschaukelt. Was hat er gemacht? Der hat seinen 6-Zoll-Revolver aus der Mittelkonsole genommen und hat nur vorne ins in die Windschutzscheibe gelegt. Nicht geschossen, nicht bedroht, nichts. Das Auto war sofort frei und er ist weitergefahren. Das gehört auch zum Feld des Waffenbesitzes.
dass man natürlich selbst auch eine Drohsituation erzeugen kann. Und John Lott, ein amerikanischer Professor aus Chicago, sagt, dass mindestens 2,5 Millionen Straftaten, schwere Straftaten, pro Jahr durch Waffenbesitz verhindert werden. Mindestens 2,5 Millionen Straftaten. Also für mich hat das am meisten beeindruckt, als ich die Bilder gesehen habe von diesem versuchten Anschlag. Ich glaube, es hat aber auch Tote gegeben. In einer Kirche in den USA, ja, wo der Sicherheitsmann, obwohl er getroffen war, noch die Waffe gezogen hat und den Angreifer, der da wild um sich geschossen hat, niedergestreckt hat. Und das ist gegen ja auch einen bösen amerikanischen Waffenorganisation, die sagt, schaut euch die Videos an, wo die Leute ihre Waffe unterm Tresen rausholen und sich gegen einen Raubüberfall verteidigen. Das ist das Beispiel. Es gibt bei der Feministenbewegung in den USA gibt es einen Spruch, die sagen, vergewaltige mal einen 38er. Spricht für sich. Habe ich überhaupt keine Lust drauf, nein. Wollen wir nicht drüber reden. Es zeigt nur, man schaut ambivalenter drauf, nicht? Ja. Es hat Vor- und Nachteile. Auf der anderen Seite haben wir aber auch in den USA eine komische Situation. Wir haben auch in Kanada ein relativ freies Waffengesetz. Wir haben in Australien ein relativ liberales Waffengesetz. Da muss ich protestieren, aber das können wir später machen, okay? Ja, das, ich weiß, was da kommt. Und wir haben dennoch gerade in den USA signifikant eine viel stärkere Bereitschaft zur Nutzung der Waffe. Das würde ich so generell nicht sagen. Schauen Sie, John Lott hat ermittelt in Chicago in den 90er Jahren, die hatten 690 Tote im Jahr. 620 Tote aus dieser Zahl waren schwarze Drogengangster. Es sind immer noch zu viele, die 70, die übrig bleiben. Ja? Aber es zeigt, dass natürlich das Niveau des kriminellen Missbrauchs in Amerika ganz was anderes ist. Sie haben vollkommen recht, die Zahlen in Kanada mit einem relativ liberalen Waffenrecht sind vergleichbar mit unserem. Die Zahlen in Amerika sind deutlich höher, die haben ja mehr 30.000 Feuerwaffentote, das sind aber Suizide und Unfälle mit drin, ja, bei 300 Millionen Waffen. Und Familien. Aber diese innerfamiliären Auseinandersetzungen scheinen da sehr oft viele Opfer zu fordern. Es gibt natürlich, wenn als Waffe eingesetzt, ist die Schusswaffe natürlich, effizient ohne Ende. Das ist vollkommen klar. Und die kommt natürlich dort, wenn sie 300 Millionen Waffen haben, häufiger vor, als wenn die Zahl nicht so ist. Ne? Aber haben Sie mal ermittelt, wie viele Messertote in den USA gegeben sind? Nein. Ich habe die Zahl auch nicht präsent. Es ist aber interessant, das einfach mal zu vergleichen. Ne? Weil gerade im häuslichen Milieu ist es so, dass der Missbrauch eines Tötungsgerätes aus anderen Gründen, nämlich Hass oder sonstigen Dingen erfolgt, weil man eben mit dem Verwandten nicht zurechtkommt. Und wenn er halt keine Waffe hat, dann nimmt er die Axt oder das Messer. Schauen Sie, in verschiedenen Fällen wurden Schusswaffen verboten. In England. England hat nach dem Vorfall in 96 in Dunblane ein Firearms Handgun Ban erlassen. Was passiert? Die Zahl der Drive-by-Shootings, also die Schießereien aus Fahrzeugen, nahm massiv zu. Die Zahl der Schusswaffen, die nach England reingekommen sind, und zwar wussten die Polizisten sogar woher, Jamaika und Russland, haben in einem Maße zugenommen, dass die Polizeivertretung gesagt hat, wir werden dem nicht mehr Herr. Obwohl ein totales Verbot da war. Das heißt, es ist ein Irrglaube, ich komme wieder zurück, was ich gesagt habe, machen Sie die Hindernisse zu hoch, werden Sie umgangen, wird Ihnen jedes Pferd bestätigen. Ja. Und das heißt, wenn der Staat es so schwer macht, dass die Leute es nicht mehr einhalten können, dann finden sie andere Wege. Und das ist nicht gut. Ich bin dafür, dass wir eine klare Regelung mit Waffen haben, nicht übermäßig bürokratisch, aber es soll geregelt sein. Die sollen auch wissen, dass sie unter der Beobachtung des Staates stehen.
ich möchte, dass mit Waffen nichts passiert, weil ich weiß, was passiert, wenn das mit Waffen passiert. Dann kommt der Gesetzgeber wieder. Haben wir alle nichts gewonnen. Ja, das ist dann dieser politische Aktionismus, um Zeichen zu setzen. Ne? Ja, ja, ja. Mir hat mein Staatssekretär gesagt, wenn ich zu Ihnen sage oder in der Versammlung sage, wenn ich will, dass Leute 10 Waffen haben, dann habe ich es einfacher, als wenn ich sage, ich will, dass die Leute 20 Waffen haben dürfen. Ja, das heißt, das ist vollkommen wurscht. Da kann mit einer Waffe loslaufen oder nicht, aber niemals mit 20. Ja, die stehen, wie sich's gehört, im Stahlschrank und sind eingeschlossen. Also kann er damit gar nichts machen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Die Zahl ist keine Funktion des Missbrauchs. Die Frage ist ja auch, wie wird etwas als Waffe benutzt? Also ich leide im Moment. Nein, ich leide nicht. Es ist zu viel gesagt, aber es ärgert mich einfach. Ich habe mir als 16-Jähriger ein Finnenmesser gekauft. So ein Messer. So ein Griff, so eine Klinge mit beidseitig Blutablaufrinne. Hochwertiger Stahl, wunderbare handwerkliche Verarbeitung, hat mich viel Geld gekostet. Wenn ich aus der Schule nach Hause kam, habe ich mein Taschenmesser aus der Tasche genommen, was ich den ganzen Tag in der Tasche hatte. Hab mich gegürtet mit meinem Finnenmesser und bin auf mein Fahrrad gestiegen und bin in den Wald. Und habe mit diesem Finnenmesser Stöcke geschnitzt. Und wenn wir andere Dinge gemacht haben, dann habe ich auch mal einen Fischkörper zerlegt oder was auch immer da war. Ich wäre im Traum nicht auf die Idee gekommen, dieses Handwerkszeug als Waffe anzusehen. So war das auch nie gekauft. Genauso wenig wie mein Schweizer Offiziersmesser, das ich zum Leidwesen meiner Mutter immer in der Tasche hatte. Und nach 2 Jahren war dann die Hose immer an der Stelle durchgewetzt, wo das Messer drin war. Wir sind alle, also mit denen ich zu tun hatte zumindest, so 5, 6 Jungs, sind alle mit diesen Taschenmessern in die Schule gegangen. Wir haben nie die Taschenmesser gezogen und gegen irgendjemanden eingesetzt, sondern wir haben die benutzt, um Türen zu öffnen, um Schlösser zu öffnen, wenn man einen Fahrradschlüssel verloren hatte oder um, was weiß ich, Stöcke zu schnitzen oder sonst was. Wenn ich heute mit einem Taschenmesser in die Schule käme, könnte es mir passieren, dass ich erstmal eine Woche lang vom Unterricht ausgeschlossen werde und wenn ich dann immer noch nicht einsichtig werde und meine Eltern hinter mir stünden, dann könnte ich einen Schulverweis bekommen. Mit meinem Finnenmesser darf ich heute nicht mehr auf die Straße. Ich darf es nicht mehr tragen. Richtig. Nur noch, wenn ich Jäger bin und bin unterwegs und habe eine Waffe dabei und bin auf der Pirsch, dann darf ich das noch. So darf ich das nicht mehr. Und ich finde das einfach nicht gerecht. Ich will nicht dafür bestraft werden und kujoniert werden, dass andere Menschen irgendwo ein Küchenmesser aus einem Laden holen und jemanden auf der Straße abstechen. Schauen Sie, das ist genau das, was ich für die Waffenbesitzer gesagt habe. 99,99% gehen sorgfältig und vorsichtig damit um und werden aber mit Regelungen überzogen, weil ein paar Menschen entweder illegal oder legal mit den Waffen falsch umgehen. Das ist richtig, das ist ein Spannungsfeld. Ich verstehe das voll, wie Sie es sehen. Ich bin glücklicherweise Jäger, deswegen ist es für mich etwas einfacher. Aber wenn ich mal vergessen sollte, mein Messer aus dem Auto zu nehmen, wenn ich woanders hinfahre, habe ich genauso ein Problem an der Backe, wenn sie mich kontrollieren wie Sie, wenn sie mit ihrem Finnenmesser in den Wald gefahren sind oder jetzt heute in den Wald fahren würden, nicht? Klar. Das ist halt die allgemeine Situation. Wenn ich dran denke, wie auch interessengeleitet damals in der Diskussion um das Waffenrechtsneuregelungsgesetz, um das Verbot des Führens von Butterfly-Messern zum Beispiel gearbeitet wurde. Da wurde ein Bild von 2 kräftigen Polizisten, die sind ja teilweise wirklich Kaliber, 2 Zentnerleute mindestens, gesagt, so und diese Herren, die haben den nächsten Morgen nicht mehr erlebt. Was überhaupt nicht stimmte. Die hatten zwar eine Stichverletzung, weil ein Mensch mit einem Messer auf sie gestochen hat, aber sie sind nicht dran gestorben. Aber was meinen Sie, wie in der Anhörung im Bundestag das eingeschlagen hat? Ja? Und da war natürlich die Polizei interessiert,
oder von mir aus Teile, ich will das gar nicht verallgemeinern. Wir haben mit besten Kontakt mit dem Geschäftsführer der GdP gehabt. Wir sind in 98% der Fragen auch vollkommen übereinstimmend gewesen. Aber Teile hatten halt gesagt, das wollen wir nicht mehr auf der Straße haben. Und das sind dann aber bei allen nicht mehr auf der Straße. Und die Frage ist, wie viele Leute gehen falsch damit um? Gut, Butterfly ist ein spezielles Messer deswegen, weil es in gewissen Kreisen besonders beliebt war. Ja. Aber auch da gilt, es hat nicht jeder, der ein Butterfly-Messer hat, hat damit Unsinn angestellt. Also im Endeffekt sagen Sie, die Nutzung einer Pistole, eines Revolvers, eines Gewehres, eines Messers ist auch typabhängig und von der Sozialisation abhängig. Wir sehen zum Beispiel die Schweiz. In der Schweiz stehen Kriegswaffen zu Hause im Schrank. Wie sieht es dort aus? Automatische Schusswaffen, ja. Wie sieht's dort aus? Bei uns dürften die Kaserne nicht verlassen. Also in Zug ist es einmal zu einem Vorfall gekommen, wo einer mit seinem Sturmgewehr um sich geschossen hat und Menschen verletzt und getötet hat. Aber ansonsten ist es genauso ruhig wie bei uns, was den Missbrauch von Schusswaffen angeht. Schauen Sie, ich bin 51 Jahre Jäger. Ich weiß nicht, was in 5 Jahren ist. Ja, das stimmt gar nicht, ich bin 52 Jahre Jäger. Ich weiß nicht, was in 5 Jahren ist. Keiner kann in Zukunft sehen. Aber ich hätte einen Teufel getan, mit meinen Waffen irgendwas anzustellen, für das ich belangt worden wäre, weil dann wäre die Jagd futsch gewesen und die Gewehre weg gewesen. Ja? Ich komme aus der Ex-DDR, bin drüben geboren und bin nach der Wende öfters rübergefahren und habe mit alten Jägern gesprochen. Die haben gesagt, die Waffe war ein absolut disziplinierendes Element. Weil wenn wir irgendeinen Quatsch gemacht hätten, da wurde ja die Munition abgezählt, ausgehändigt, mit der Waffe vor der Jagd und nachher wird abgegeben. Wenn wir Quatsch gemacht hätten, wäre die Jagd für uns tabu gewesen. Das heißt, dieser legale, das sind alles legale Waffenbesitzer, die gemeldet unter Kuratel des Staates sind, die würden den Teufel tun, Unsinn zu machen, weil die würden sofort ihre Waffen verlieren und die Möglichkeiten, auf die Jagd zu gehen oder zu sammeln oder zu schießen. Und das ist den Leuten was wert, deswegen tun sie es nicht. Was würden Sie vorschlagen, wie wir jetzt mit dieser Situation umgehen? Sehen Sie das, wie würden Sie das Waffenrecht im Verhältnis zu den Waffenrechten in anderen Ländern einschätzen? Und sehen Sie noch irgendein Potenzial oder sehen Sie, dass es überrissen ist oder sehen Sie, dass es genau richtig im Moment ist? Oder wie würden Sie das einschätzen? Wo würden Sie, wenn Sie jetzt verantwortlich wären, sagen, da müssen wir hin? Eine sehr komplexe Frage. Also ich komme aus der Jagd. Wenn Sie gesehen haben, wie die Drohung der afrikanischen Schweinepest ehrengeglaubte Grundsätze auf einmal aufgeweicht hat und Dinge möglich gemacht hat, die man nicht für möglich gehalten hätte bisher, dann sehen Sie, wie relativ Politik ist. Ja? Immer wenn eine größere Bedrohung kommt, sind auf einmal Dinge möglich, die vorher nicht möglich waren. Ich halte es trotzdem für richtig, dass Jäger Schalldämpfer haben, zum Beispiel. Ja, weil die Vorstellungen in der Praxis sind einfach mit Verlaub Unsinn. Nach der Dämpfung des Schalldämpfers ist der Knall immer noch 120 dBA oder 125 dBA. Ja. Das heißt, Entschuldigung, saulaut. Ja, Sie hören den auf 3 Kilometer locker. Aber er macht Ihr Ohr nicht mehr kaputt. Wenn Sie mit dem Schalldämpfer 10.000 Schuss abgeben, ist Ihr Ohr weniger geschädigt, als wenn Sie ohne Schalldämpfer einen einzigen Schuss abgeben. Und das sollte überzeugend sein. Und ich finde auch, dass die Finnen ein gutes Argument hatten. Ich habe nämlich selbst einen Jagdhund gehabt, der taub war. Die Jagdhunde, wenn Sie denen über den Kopf schießen, die sind sowas von schnell taub, das ist unglaublich. Also für die Hunde muss man dann schon mal die Schalldämpfer zulassen. Für beide, denke ich, für beide. Was passiert denn? Das war doch die Krücke, die man benutzt hat, um das Tierschutz, ne? War doch die Krücke, um in der Jägerei die Schalldämpfer einzuführen. Unfassbar. Also es war eine Argumentation, ich habe damals die Argumentation geführt,
und habe auch die Forstpartie eingeladen. Und ich muss sagen, ich habe mich gefreut, wie schnell der Forst auf unsere Linie umgeschwenkt ist und gesagt hat, jawohl, das ist eine gute Sache, weil nämlich auch die Förster Ohren haben. Ne? Ja. Und es ist wirklich so, sie verlieren nichts an Sicherheit, aber sie gewinnen Gesundheit. Und zwar für sich und für ihren Hund. Und Ja. deswegen ist es einfach sinnvoll. Jetzt schauen Sie mal, wie viele Schalldämpfer jetzt rumrennen. Also nicht rumrennen, geführt werden. Ich Klar. habe nie verstanden, warum. Ich habe immer gedacht und gemeint, dass irgendwelche paranoiden Leute meinen, der Schalldämpfer könnte Verbrechern Vorschub leisten, die unter der Deckung der Schalldämpfung ein Verbrechen begehen könnten, dass man das. Also. Kennen Sie den Hitchcock-Film? Ich glaube, Psycho war es. Nein. Da steht ein Mann vor der Duschwanne und auf einmal macht es plopp, plopp. Und drinnen fliegt eine Frau zu Boden und sie sehen das Blut in Kreiseln in den Abfluss gehen. Okay. Das ist die Vorstellung in der Politik, wie Schalldämpfer wirken. Nochmal, wir reden von Gewehrschalldämpfern. Wenn Sie Ja, Munition haben, die Unterschall fliegt, dann ja. dämpft der Schalldämpfer wirklich zum Plopp hin. Ja? Aber Eben. wir reden auf Jagdmunition von Waffen, die einen Gasdruck von 3.500 Bar mindestens haben. Und da Ja. bleibt es immer beim Mündungsknall. Und beim Geschossknall, der auch noch bleibt. Und der ist genauso laut wie der Mündungsknall. Bloß ist er halt höher frequenter. Also die Vorstellungen sind einfach falsch. Ja. Und wohin soll es jetzt gehen in Zukunft? Dass man sich genau anschaut, wo Risiken, Wirkungen und Möglichkeiten liegen, wie bei Arzneimitteln auch. Und das, was vernünftig ist und was vertretbar ist, soll machbar sein. Da ist man ja auf dem Weg dahin, was die Jagdschiene angeht. Ne? Jetzt sind wir natürlich aber in einem größeren Verbund tätig. Und wenn die EU eine EU-Feuerwaffenrichtlinie macht, dann muss die in nationales Recht umgesetzt werden. Und dann wird es bürokratisch ohne Ende. Also ich habe in dem Gesetz 2020, als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gesagt, Leute, wenn einer Waffenbesitz kaputt machen will, dann lässt er solche Gesetze raus oder solche Richtlinien raus, die dann umgesetzt wurden in nationales Recht. Und da ist die Erfahrung immer, dass Deutschland, wie gesagt, Einspruch, EU-Richtlinien werden in Frankreich verlacht, in Brüssel gemacht, in Italien in die Ecke geschmissen und in Deutschland zu 150% übererfüllt. 50%. Und das war gerade das, was ich gerade sagen wollte. Und die einzigen, die diese Richtlinien umsetzen werden, werden wieder die dämlichen Deutschen sein. Und die Italiener, die Franzosen gehen weiter durch die Macchia und schießen ihre Wildschweine. Wie auch immer sie wollen. Naja, gut. Jetzt haben wir mal, machen Sie mal so ein bisschen ein Ranking, wer so die strengsten Waffengesetze, wie Osteuropa haben wir noch überhaupt nicht drüber geredet. Wie sieht es denn da aus? In Russland, in Polen, in Ungarn, in Slowenien, Kroatien? Also die Visegrad-Staaten, also Ja. Polen, Tschechien, Ungarn und noch ein viertes, Slowakei, glaube ich, die wollten ja gegen die EU-Waffenrichtlinie klagen, weil Aha. die sich gegen die Beschränkungen bei den Automaten und sonstige Beschränkungen durch die Richtlinie verwahrt haben. Deutsches Waffenrecht gilt allgemein als eines der strengsten der Welt. Das liegt aber auch im Wesentlichen daran, dass in Deutschland das deutsche Waffenrecht nicht so sehr von vielen gekannt wird. Es gibt nämlich wirklich Möglichkeiten, die das Waffenrecht zulässt, wenn man sie denn nutzt. Und die Behörden sie kennen, damit sie sie zulassen. Aber das ist natürlich dann im Vollzug häufig ein Problem. Kann ich aus meiner eigenen Praxis sattsam berichten. Das Problem ist, wie gesagt, dass das Entschuldigung, dass das Recht denen, die es anwenden müssen, nicht in dem Maß geläufig ist, wie es sein sollte. Aber gut, ich will nicht klagen, davon lebe ich. Also von daher ist es so, Deutschland hat ein restriktives Recht. In anderen Staaten ist der Vollzug zumindest deutlich erleichtert. Und Amerika kann man gar nicht über einen Kamm scheren. Da gibt es lokal, ich habe vorhin Washington DC erwähnt, gibt es lokale Regelungen, die sehr, sehr streng sind. Und dann gibt es Regelungen, wo jeder seine Wumme rumträgt, solange er will. Die dürfen ja mit der Kanone am Anhänger durch die Gegend fahren und dann auf Fässer schießen. Mit einer Kriegswaffe.
Die dürfen mit vollautomatischen Waffen schießen, weil sie Spaß haben wollen. Wenn sie eine Pack 40 kriegen, fahren sie auf die Range und lassen fliegen. Tja, das ist halt dort so. Bei uns ist das. Wir haben das vorhin schon ein bisschen angedeutet, so die Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesstaaten in den USA. Können Sie das nochmal ganz kurz anreißen? Sie haben gerade gesagt, Washington hat ein sehr strenges Waffenrecht. Wenn Washington hat ein Verbot von Kurzwaffen generell. Und Florida? New York City hat ein strenges Waffengesetz. Florida? Nein. Florida hatte ein Verbot des sogenannten verdeckten Tragens, Concealed Carrying, das aber mittlerweile dort erlaubt ist, wie in, ich glaube, muss ich jetzt raten, 36 Bundesstaaten überhaupt. Interessant ist die Folge von diesem erlaubten verdeckten Tragen von Waffen. Logisch ist, wenn ich nicht sehe, ob einer eine Waffe hat als Verbrecher, dann muss ich unterstellen, dass er eine Waffe hat, sonst könnte ich in ein Problem reinlaufen. Also alle Kapitalverbrechen sind signifikant, teilweise 80% gesunken, als das Verbot des verdeckten Tragens gefallen ist. Amerikaner haben Waffen, 300 Millionen im Volk, und wenn ich nicht weiß, ob der andere eine Wumme hat, dann bin ich vorsichtig. Also das werde ich nochmal recherchieren. Das tun sie, ich habe kein Problem mit. John Lott, More Guns, Less Crime, das ist das Buch, da finden Sie alle Zitate belegt. Es ist ja irre. Ja, ja, eigentlich ist das dann tatsächlich so, dass man einem bösen Fetisch anbetet und ihn verdammt, ohne die Wirkung dieses zum Fetisch gemachten tatsächlich zu kennen oder einschätzen zu können. Und man läuft einfach so einer verbreiteten Meinung hinterher. Ne? Selbstverständlich. Ja. Das ist aber normal in der Politik. Das ist nichts Genaues. Politik wird nicht von Fachleuten gemacht. Deswegen ist es so wichtig, dass sich die Fachleute in die Politik einmischen. Politik wird gemacht von Menschen, die von dem, was sie regeln, eigentlich keine Ahnung haben. Die haben vielleicht ein Ziel, ja, öffentliche Sicherheit. Aber die Mechanismen, wie das zustande kommt, wie wollen sie das auch einem Politiker beibringen? Wo soll das herwissen? Ja. Schauen Sie die Grünen. Die Grünen sagen jetzt, wir wollen jeden privaten Waffenbesitz verbieten. Steht als Programmpunkt im Programm. Jeden, was gewinnen die damit? Jeden tödlichen Waffenbesitz. Ja, Entschuldigung. Luftgewehre habe ich nicht gemeint, klar. Ich rede von tödlichen Waffen. Entschuldigung, wenn meine damalige Bumme, hätte ich auch niemandem gewünscht, dass er getroffen wird. So. Einverstanden, wenn es ein Weihrauch Weitschussgewehr ist oder die jetzigen Field-Dinger mit 32 Joule, da möchte ich auch nicht im Weg stehen, wenn das Ding geflogen kommt, selbstverständlich. Ja. Vollkommen klar. Es geht nur darum, wie viel der Waffen erreichen sie mit einem Totalverbot? 25% vielleicht? Der Rest bleibt im Volk. Ein durchschlagender Erfolg. Das ist Programmpolitik. Symbolpolitik. Ja? Und das kommt daher? Knelling, wie man so schön sagt. Man stellt sich auf den Pausenhof und erzählt, wie gut man selbst ist. Oh. Genau so ist es. Ja, genau so ist es. Ja, ja, gut. Herr Streitberger, das waren jetzt interessante Einblicke. Für mich zum Teil auch sehr erheiternd, ehrlich gesagt. Es muss nicht immer alles sauertöpfisch gemacht werden. Nein, ich finde auch den Umgang mit dem Thema, so verkniffen und verbissen, wie das läuft. Ich kenne das noch aus früheren Zeiten, als ich noch stärker an der Argumentationsfront mit Waffe stand. Das war ja unerträglich, was für ein böser Mensch man da war, weil alleine, wenn man Spaß haben wollte, und ein bisschen auf Scheibe geschossen hat mit der Luftpumpe, ja. Und das war, naja, egal. Ich danke Ihnen, dass Sie für das Gespräch zur Verfügung standen. Ich danke Ihnen, liebe Zuschauer, dass Sie sich das angeschaut haben. Ich hoffe, Sie haben interessante Anregungen mitnehmen können. Und probieren wir es einfach mal mit ein bisschen Heiterkeit und Gelassenheit im Umgang mit so ernsten Themen, auch wie mit Waffen zum Beispiel. Ich sage Servus, bis zum nächsten Mal bei Medias in Res. Auf Wiederschauen.
Wiederschauen.